Hallo, mein Name ist Dr. Martin Hering. Ich bin der ärztliche Leiter am Fachkrankenhaus Jericho und vertrete als Chefarzt für Psychiatrie 1 diesen Bereich. Das Fachkrankenhaus in Jericho ist ein mittelgroßes Krankenhaus mit 185 vollstationären Plätzen. Wir haben auch 60 tagesklinische Plätze. Insgesamt gibt es 22 Häuser. Wir teilen uns auf in drei Hauptabteilungen. Die erste Hauptabteilung ist die Abteilung für Psychiatrie, dann gibt es noch die Abteilung für Psychosomatik und die Abteilung für Neurologie und spezielle Schmerztherapie. Wir arbeiten eng vernetzt miteinander, auch für die Patienten, die am Anfang vielleicht gar nicht wissen, was jetzt, wie die Behandlung aussehen soll. Für die haben wir eine extra Aufnahmegruppe. Wir machen Diagnostik und verteilen und leiten die dann weiter. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Thomas Wendler. Ich bin Geschäftsführer am AWO-Fachkrankenhaus Jericho. Ich bin hauptsächlich zuständig für die strategische Entwicklung des Fachkrankenhauses. Dazu gehört natürlich die Entwicklung unserer Fachabteilung, aber auch die Vernetzung innerhalb des AWO-Verbundes. Auf unserem Gelände sind ja noch weiterhin der AWO-Heimverbund Verleben mit Wohnheimen für Menschen mit seelischer und geistiger Behinderung. Und unser Nachbargrundstück wird bewohnt und bewirtschaftet von Otto Bärhaus, einer Senioreneinrichtung, ein klassisches Seniorenwohnheim für ältere Menschen. Mein Name ist Olaf Wenzlau, ich bin Fachpfleger hier im Fachkrankenhaus Jericho. Ich arbeite auf der Psychotherapie im Haus 5. Die Arbeit in der Psychotherapie beruht darauf, halt im Kontakt zu sein mit den Patienten, zu schauen, wie ist ihre Verfassung und dementsprechend dann mit dem Team, sprich Ärzten, Psychotherapeuten, zusammenzuarbeiten. Mich bereichert an diesem Job das Arbeiten mit den Menschen, zu sehen, welche Schwierigkeiten es geben kann im Leben und den Personen, den Patienten zu zeigen, wie es eventuell auch anders gehen kann. Mein Name ist Marion Blaser. Ich bin die Chefärztin der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie im AWO-Fachkrankenhaus Jericho. Wir haben 50 stationäre Behandlungsplätze für Patienten mit Depressionen, Angsterkrankungen, psychosomatischen Erkrankungen, welche wir in erster Linie tiefenpsychologisch behandeln. Und wir behandeln zudem Patienten mit schweren körperlichen Erkrankungen, also zum Beispiel Krebserkrankungen, Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen, wo es Schwierigkeiten in der Krankheitsverarbeitung gibt und wo wir die Patienten unterstützen möchten. Und eine weitere Behandlungsform haben wir für Patienten mit chronischen Schmerzerkrankungen, die eine längere stationäre Behandlung benötigen, weil die Erkrankung chronifiziert ist und wo es also erhebliche psychische Einflussfaktoren auf die Erkrankung gibt. Ja, guten Tag. Ich bin Volker Rautzus, Pflegedienstleiter am AWO-Fachkrankenhaus Jericho. Ja, unser Fachkrankenhaus ist auch Ausbildungsbetrieb. Jeweils im März und im September stellen wir 4 Azubis ein, übergeben ihnen die Ausbildungsverträge. Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege dauert dann 3 Jahre, besteht aus Theorieblocks und der praktischen Ausbildung zum größten Teil hier bei uns im Haus. Und die meisten Azubis in den letzten Jahren haben wir auch ins Anstellungsverhältnis übernommen. Ich bin Matthias Witt, Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und Pflegedienstleiter des ambulanten psychiatrischen Pflegedienstes hier am AWO-Fachkrankenhaus in Jericho. Meine Tätigkeit hier im Krankenhaus ist die Leitung des psychiatrischen Pflegedienstes kombiniert mit ambulant betreutem Wohnen. Der Alltag ist sehr abwechslungsreich und spannend. Wir besuchen die Patienten in der Häuslichkeit und behandeln sie mit ihrem Umfeld, den Angehörigen, den Fachärzten,
dem sozialpsychiatrischen Dienst, den Berufsbetreuern, der Betreuungsbehörde. Das ist eine sehr spannende und abwechslungsreiche Aufgabe. Mein Name ist Marco Pernitsch. Ich arbeite am AWO-Fachkrankenhaus Jericho als Leiter des Therapiebereiches. Ich leite ein Team von etwas über 20 Kollegen aus den Berufsgruppen Ergotherapie und Spezialtherapie, sprich Sporttherapeuten, Kunsttherapeuten, Musiktherapeuten, Bewegung. Meine alltäglichen Aufgaben sind die Organisation und Koordination der Therapiebereiche sowie die Struktur der Kollegen und die Struktur der Therapien im Speziellen. Meine Arbeit bereichert mich besonders der Umgang mit den Menschen im Allgemeinen und im Speziellen beim Umgang mit den Patienten zu sehen, wie die Gesundung oder die Genesung voranschreitet und da immer wieder täglich Erfolge zu sehen und im Umgang mit den Kollegen zu wissen, dass man ein stabiles Team hinter sich hat, mit dem man qualitativ hochwertige Arbeit machen kann. Ich bin Benjamin Schäfer, arbeite im Fachkrankenhaus Jericho im Bereich ambulant betreutes Wohnen, bin Fachpfleger für Psychiatrie. Ich begleite die Patienten in der Häuslichkeit, mache mit denen lebenspraktisches Training, soziales Kompetenztraining und gebe Hilfestellungen im Alltag und versuche, die Teilhabe an der Gesellschaft wieder herzustellen. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, sehr fordernd und es bleibt immer spannend.